Ich fange einfach mal damit an, weil im Endeffekt, es geht bei fast immer, wenn wir von Retrofitten reden, von Datenerfassung und Datenspeicherung und dann natürlich dahinter gelegt bei vielen dann noch die Datenanalyse oder Datenauswertung für irgendeinen Fall. Aber die zentrale Herausforderung ist eigentlich das Erfassen und das Speichern im ersten Schritt. Also das ist das Problem, was gelöst werden soll. Und warum beschäftigen sich auf einmal alle damit? Ja, weil irgendjemand diese seltsamen Begriffe jetzt überall in die Welt schreit. Ne? Alle sollen Big Data machen, alle sollen jetzt KI-Systeme bitte einführen und alle sollen was weiß ich tun gerade noch. Und das ist eigentlich ein bisschen Quatsch, weil im Endeffekt ist es immer, wie früher auch schon, also auch BDE-Systeme, die wir schon vor 10 Jahren oder 15 Jahren in Betrieben eingeführt haben, ob das jetzt automatisch erfassende Systeme war oder auch der Papierzettel. Es ging eigentlich immer darum, wir wollen die Daten irgendwie erfassen, wir wollen sie irgendwie von der Maschine oder vom Shopfloor irgendwie in die Buchhaltung, in den kaufmännischen Prozess kriegen, um, was weiß ich, Kosten, Nachkalkulation oder sonst irgendwas vornehmen zu können, um zu verstehen, habe ich gerade an irgendeinem Teil, das ich gebaut habe, noch Geld verdient. Ne? Das ist irgendwie oft eine ganz zentrale Frage, die natürlich im Raum steht. Da gehen noch ganz viele andere einher, wie Qualität und sowas natürlich. Aber im Endeffekt ist es immer genau das. Also verstehen, welche Daten kann ich sammeln, wie kriege ich die eigentlich jetzt in ein anderes System rein, zu einer anderen Person, die damit halt arbeiten kann und im Endeffekt da in die Ablage bringe, damit sie da weiter bearbeitet werden können. Der nächste Schritt ist halt das Übertragen. Da wird es jetzt mal richtig technisch, nur damit sie das auch mal gehört haben, was es da mittlerweile gibt. Im Endeffekt hatten sie früher oder was sie auch immer noch heute natürlich viel vorfinden, solange sie sozusagen auf Maschinenebene bleiben oder in dem Shopfloor bleiben, sehen sie eigentlich, da wird viel über Feldbusse gesprochen. Ne? Da gibt es irgendwelche Busprotokolle, sei das Modbus, sei das Profibus, also diese ganzen, die haben sie wahrscheinlich alle schon mal irgendwie irgendwo gehört, als sie sich eine neue Anlage gekauft haben oder als sie halt eine Anlage angebunden haben. Mittlerweile ist aber so in der Kommunikation mit dem Software-System, gibt es weitere Schnittstellen. Und da ist eigentlich so ein bisschen, deswegen steht es ganz vorne, MQTT aus irgendeinem Grund zur eierlegenden Wollmilchsau geworden in letzter Zeit. Es ist halt das, was extrem viel oder extrem stark verbreitet ist. Also fast alle, wenn sie irgendwo lesen, dass jemand eine IoT-Lösung macht, wird er irgendwo auch schreiben, dass er per MQTT Daten empfangen kann oder per MQTT Daten rausschickt, weil das halt ein sehr einfaches Protokoll ist. Das regelt nicht, was gesendet wird. Ne? Das regelt nur, wie es gesendet wird und wie man adressiert. Ne? Also da, das Beispiel, was Sie da zum Beispiel sehen, dass man so einen Temperatursensor schickt, jetzt da seinen Wert los, dann können andere sagen, ich bin interessiert an Sensor.Temperatur.ID 4711. Ne? So sähe so eine Adressierung da drin aus. Und das Schöne ist, ich kann jetzt sagen, mich interessieren alle Werte, die mit Sensor.Temperatur zum Beispiel anfangen. Was ist der Vorteil daran? Ich kriege auf einmal alle Temperatursensoren. Immer wenn die was schicken, werde ich als Softwarestück oder als vielleicht, was weiß ich, Nutzer, der auf ein Dashboard oder sowas guckt, benachrichtigt darüber. Und im Endeffekt ist das halt auch schon die ganze Logik von diesem Ding. Das ist einfach nur so ein Nachrichtenbus, auf den schickt jemand mit einer bestimmten Topic, mit einem bestimmten Thema eine Nachricht drauf. Und andere können sagen, ich interessiere mich für das Thema und holen die Daten darunter. Das ist einer der Standard-Übertragungsprotokolle. Ist es eben noch nicht ganz, weil halt sozusagen der Inhalt nicht geregelt wird. Aber einer der Übertragungsstandards, die wir im Endeffekt im Moment zwischen Anlagen sehen, also in dem Machine-to-Machine-Bereich. Ein bisschen mächtiger im Endeffekt, das nennt sich dann AMQP. Das ist im Endeffekt das nahe, also vom Konzept her sehr nahe an MQTT dran, hat aber vor allem noch eine bessere Verwaltung dahinter. Also man hat praktisch nicht nur diesen einen Bus, auf den ich Nachrichten werfen kann und alle können dann mithören. Wenn ich also einmal jemandem Zugang gegeben kann, kriegt er ab dann alle Nachrichten. Das kann man mit diesen anderen Protokollen da noch steuern. Da kann ich auch noch sagen, du hörst aber nur die Nachrichten und du hörst nur die. Und außerdem, wenn so eine Nachricht kommt, schick die bitte noch an die drei anderen weiter. Ich kann also noch ein bisschen mächtiger Logik da reinpacken, wie die Nachrichten verteilt werden können. Das ist halt gerade für den produktiven Einsatz, kann man sich vorstellen, wenn Sie sich mit dem Thema Vernetzung von Anlagen beschäftigt haben, werden Sie vielleicht sowas wie ein VLAN bei sich eingerichtet haben, sprich ein LAN, das sozusagen abgeschnitten ist von dem anderen Netzwerkbereichen Ihres Unternehmens, damit man jetzt nicht über eine, ich sage jetzt mal, Sicherheitslücke in SAP auch direkt Ihre Maschine ausschalten kann, sondern das ist im Endeffekt, ist das dieselbe Logik. Sie können halt solche Netze
dann frei routbar machen. Also Sie können halt sagen, die Nachrichten nur da rein, die Nachrichten nur da rein, die Nachrichten nur da rein, um halt sozusagen noch eine fein granularere Sicherheit daran zu machen. Und die beiden sind halt vor allem die meisten Systeme, die dieses AMQP sprechen, sprechen eher auch MQTT. Also das ist sozusagen abwärtskompatibel bei den meisten Sachen. Das heißt also, auch wenn wir gleich mal eine Lösung zeigen, die ist zum Beispiel ein AMQP-basiertes Ding, kann aber auch MQTT einfach mitsprechen beispielsweise. Da erklären wir aber gleich noch ein bisschen zu. REST ist sowas, das kommt vor allem aus der IT. Also REST hat eigentlich überhaupt nichts mit Maschinen und sonst irgendwie zu tun. Das ist eigentlich das, was man im Endeffekt heute im Internet überall findet. Es gab mal eine Zeit lang, gibt es immer noch, SOAP als sozusagen der größte REST-Konkurrent. Das sind zwei konkurrierende Ansätze sozusagen gewesen. Wenn Sie einen SAP zum Beispiel bei sich haben, haben Sie SOAP Web Services. Das ist einfach ein Standard, mit denen können Systeme lose gekoppelt miteinander reden. Die wissen dann, das als Beispiel ist jetzt mal für eine Filmdatenbank einfach gegeben. Es gibt eigentlich nicht viele Befehle. Die wichtigsten sind halt get, post, put, delete. Die heißt das eine, get heißt halt hol mir, post halt einfach erzeug mal Neues, put heißt aktualisier mal das Ding dahinter und delete logischerweise heißt lösch das Teil mal da. Und man sieht da, die folgen alle einer sehr einfachen Logik. Wenn ich zum Beispiel get sage auf get Filme, dann gibt er mir alle meine Filme. Ne? Das könnten alle meine BDE-Rückmeldungen sein, das könnten auch alle meine Maschinen sein. Ne? Also sozusagen so eine Semantik liegt dann dahinter. Das kann man dann erwarten, wenn jemand sagt, ich habe eine REST-API an meinem System, dass sowas gesprochen wird. Und das geht dann halt, die Konvention ist dann zum Beispiel auch, wenn ich sage get movies slash eine bestimmte ID, kriege ich die Detailinformationen über eine bestimmte Maschine oder halt über den in dem Fall bestimmten Film. Ne? Da würden dann halt alle Infos kommen, die dahinter liegen. Post würde dann in dem Moment einen neuen Film anlegen, also typischerweise werden ja noch neue Filme gedreht, auch Sie werden vielleicht im Unternehmen eine neue Maschine anschaffen und entsprechend müssen Sie oder eine neue BDE-Rückmeldung hoffentlich erzeugen und entsprechend müssen die halt auch neu anlegbar sein und Delete halt auch das natürlich, wenn mal Sachen rausfliegen, Sachen ändern, kann man damit einfach steuern. Das einfach mal so, um drei Protokolle vorzustellen. Es gibt aber natürlich jetzt, und das ist das Schlimme sozusagen, und da ist ja auch E-Standard sozusagen für ins Leben gerufen, leider sehr viel proprietäres Zeug. OPC-UA habe ich jetzt mal dahingeschrieben, weil es der vermeintliche heilige Gral gerade ist, weil alle davon reden, wie toll OPC-UA ist und OPC-UA regelt auch viel. Also ich will das nicht schlecht reden, aber was es eben nicht tut, ist wirklich genau festlegen, wie beispielsweise Presse X mit, was weiß ich, ne, einer Entfettungsanlage dahinter arbeiten soll. Ne? Das kann der Standard noch nicht einfach so sagen, wie die miteinander interagieren können. Der regelt sehr, sehr viel, der bietet auch die Möglichkeiten mittlerweile, solche Sachen abzudecken, zum Beispiel von einem Temperatursensor. Kann der mir sagen, welche Werte gültig sind für den schon? Das ist wesentlich mehr, als ich bei den anderen da oben definieren könnte. Ich könnte auf einmal auch schon fragen, der Wert, der aus dem Sensor kommt, ist der überhaupt ein gültiger Wert? Das wird über den OPC-UA-Standard schon geregelt. Da gibt es, und da wird es dann interessant, Companion Specs nennen sich diese Dinger. Companion Specs werden von den einzelnen Anlagenherstellern oder Softwareherstellern, da können auch Sie sich alle einbringen, theoretisch, wenn Sie jetzt zum Beispiel aus dem Maschinen- und Anlagenbau kommen und eine spezielle Maschine bauen, können Sie an so einer Companion Spec mitarbeiten und die regelt eben ganz genau, wie eine Maschine im OPC-Standard repräsentiert wird. Damit halt, wenn man sich auch wirklich daran hält, zwei Maschinen auf einmal davon ausgehen können, ach, du bist eine Presse, dann kannst du ja das alles. Ne? Oder du bist ein RFID-Sensor, dann kannst du ja das alles. Ne? Also solche Mindeststandards und Mindestsets zu definieren, das wird in diesen Companion-Specs geregelt von OPC-UA. Und da ist aber, wenn man sich das heute mal anguckt, da macht jeder Maschinenhersteller immer noch, was er will. Ne? Das heißt also, wenn wir hatten jetzt letztens zwei verschiedene Pressen angebunden, beziehungsweise so eine Warfios-Biegemaschine noch dazu, da war halt überhaupt nichts standardisiert. Ne? Da haben wir halt sozusagen bestimmte Prozessparameter rausgelesen und das waren halt, ja geschätzt, was weiß ich, 200 Arrays-Werte und jedes dieser Array enthielt nochmal 48.000 Werte. Und dann konnte ich in der Dokumentation der Maschine nachlesen, dass, wenn in dem Array vorne an dieser Stelle eine 5 steht, heißt das, die Werte, die jetzt gleich kommen, sind das und das. Das hat sich der Maschinenhersteller halt mal irgendwann so ausgedacht, weil er das wahrscheinlich früher so in seinen Steuerungen schon programmiert hat. Und das heißt, er hat das praktisch jetzt einfach nur so OPC-UA oben drüber gestülpt. Da war halt kein Standard. So, das heißt, jemand, der die Maschine anbinden will, kann damit immer noch nicht arbeiten. Im Endeffekt sehen wir also, OPC-UA hat zwar diese Vorteile, dass ich da diese Grenzwerte festlegen kann und solche Sachen machen kann,
aber es wird halt eigentlich noch genauso benutzt wie MQTT und AMQP oder REST in der Kommunikation und verliert dadurch so ein bisschen seinen Charme, muss man leider sagen. Also das, was man sich so viel davon erhofft hat, tritt halt immer noch nicht ein dadurch. Ne? Das Einzige, was man zugute halten kann, ist, es gibt höhere Sicherheitsstandards. Ne? Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer hält die, will die überhaupt alle einhalten? Es ist wichtig, darüber nachzudenken, aber die Praxis zeigt eher, die Leute sagen, ey, in mein System kommt keiner rein, ich mache das zu von außen, beziehungsweise habe einen VPN-Tunnel zwischen meinen Standorten oder sonst irgendwas. Und das ist sozusagen der Layer, auf dem Sicherheit gemacht wird. Die Netzwerkverbindung ist gesichert durch einen VPN-Tunnel. Da drin darf reden, wie geredet werden soll, weil das intern. Und eigentlich muss man auch sagen, wenn jemand so weit kommt, an die Maschine schon mit der reden zu können, ist er sowieso sehr, sehr eigentlich so tief in ihrem System, dass es dann vorbei ist. Also, wenn jemand das schafft, also sozusagen auf Maschinennetzwerkebene schon bei Ihnen im System zu sein, dann da, so stark können Sie sich nicht absichern. Von daher ist es auch logisch, dass in der Praxis halt diese einfach gesagt wird, wir machen das einmal ordentlich davor sozusagen sicher. Und das ist auch der typische Weg, den fast alle Maschinenhersteller gehen. Wir sehen ständig, die haben solche Gateway-Knoten in den Schaltkästen hängen, die sozusagen die Fernwartung nach draußen machen. Nur die sind sozusagen zugreifbar. Das ganze Netzwerk der Internet, die haben meistens zwei physische Schnittstellen, können wir gleich auch mal an der Einsteuerung sehen. Also das einfach mal, nur um so ein bisschen Überblick über diese Übertragungsmöglichkeiten zu bekommen und auch was OPC-UA, weil das doch vermehrt jetzt nachgefragt wird, bedeutet. Das Wichtige an der Stelle ist aber, OPC-UA ist nur ein Standard, nur ein Protokoll. Da müssen Sie jetzt nicht hergehen und bei Siemens, sage ich jetzt mal, die kostenpflichtige Bibliothek lizenzieren. Das ist ein offener Standard, der darf implementiert werden. Und auch wir haben beispielsweise im Kompetenzzentrum einen eigenen OPC-UA-Server mal implementiert, der sozusagen die Standards einhält. Natürlich nicht für jede Maschine, eben mit diesen Prämissen, die ich eben schon genannt habe. Aber es heißt, es ist nicht sehr teuer. Es gibt da große Projekte, die das völlig umsonst anbieten und dann kann man theoretisch das auf seine eigene Infrastruktur anpassen. Da können wir nachher ein bisschen drüber diskutieren, wenn da konkreter Bedarf besteht. Und dann vielleicht noch als letzter Punkt dieses Ablegen. Ja, vielleicht auch da, also um den Kontext auch mal zu verstehen, also wir vom Kompetenzzentrum werden wir halt sehr häufig genau auf diese Sachen angesprochen. Vielleicht auch so, der Hintergrund ist ja auch bei euch sozusagen, viele Kunden im Spezialmaschinenbau oder in der Fertigungsautomatisierung im Endeffekt. Und was heißt das? Eben immer neue Kundenwünsche. Jetzt ist aber sozusagen das, was landläufig oder auch in den Medien dann unter Industrie 4.0 und alles verkauft wird, auch wenn wir über so Predictive Maintenance reden oder sonst irgendwelche spaßigen Sachen, die wir halt sozusagen öfters mal hören, dann sind das oft, werden die sehr aufgebauscht. Ne? Also wenn man mal realistisch ist, die meisten Anfragen, die wir bekommen, ist zum Beispiel Maschinendurchlaufzeiten möchte man gern haben. Oder man möchte halt einfach mal wissen, wie lange hat ein Bauteil auf einer Maschine oder den OEE von der Maschine einfach zu haben. Ne? Ich möchte halt einfach bestimmte Kennzahlen von der Maschine haben, weil ich die für eine Nachkalkulation brauche. Weil ich die brauche, um beispielsweise für meinen Kunde fordert auf einmal Chargenrückverfolgung oder mein Kunde fordert, will ein besseres Reklamationsmanagement und möchte deswegen jetzt genau wissen, an welchem Bauteil sind denn folgende Prozessparameter aufgetreten. Wir haben dasselbe Fall beispielsweise aber auch umgedreht, zum Beispiel im Rüstprozess haben wir das jetzt gesehen, dass zum Beispiel wir sehen, erfahrene Rüster gehen an die Maschinen und bauen mechanisch fest und dann gehen die an die Steuerung, stellen drei Parameter ein, fahren Test. Dann ist der Teil vielleicht noch nicht ganz IO, dann gehen die nochmal zurück, stellen einen anderen Parameter ein und auf einmal fällt ein IO-Teil raus. Und dann sagen die, ja, mach ich halt immer so, ne? Und dann ist das gut. Dann geht da irgendwie der Azubi dran, der dasselbe machen soll und da sehen wir eher so ein Ping-Pong, ne? Also der macht irgendwie, der stellt den Parameter ein, NIO-Teil. Dann dreht er was am Parameter, NIO-Teil. Ne? Weil der halt sozusagen, das ist so eine richtig schöne, wenn man so will, so eine Pyramide, ne? Der pingpongt sich halt viel langsamer nach oben, als das der erfahrene Mitarbeiter tut.
Und das liegt unter anderem darin, dass natürlich in der Regelungstechnik die ganzen Parameter schon da sind, die dem Mitarbeiter aber nicht zur Verfügung gestellt worden sind. Und das sind dann halt auch so Möglichkeiten, wo man sagt, mit so einer einfachen Lösung, wo man beispielsweise einen gewissen Druck oder was weiß ich, oder eine Temperatur oder halt einen Zustand von einem bestimmten Motor oder was auch immer, zum Beispiel eine Leistungsaufnahme von einem Motor oder sonst irgendwas, wenn man die einfach den Leuten als Hilfestellung noch dazu gibt und sagt mal, guck mal hier, die Kurve sieht bei denen so aus, das heißt, dein Parameter muss ein bisschen nach unten gedreht werden, ne? Jetzt zum Beispiel. Damit kann ich die Leute besser anleiten. Ich kann denen halt auch mehr sozusagen Orientierung geben, wie das funktionieren kann. Und dafür braucht man aber, weil die Maschinen halt unterschiedlich sind, halt oft dann generische Lösungen. Und es sind halt nicht die, ich will jetzt nicht irgendwie einen KI-Algorithmus auf 4 Jahre Daten aus einer Maschine mit 100 Hertz anwenden, Anwendungsfälle, sondern eher der Anwendungsfall, am Basis von einem Druck möchte ich jetzt jemandem sagen können, bis dahin ist gut, bis dahin nicht. Ne? Dafür muss ich den Druck sehen. Ne? Dafür brauche ich dann eine Anzeige auf der Maschine und ich kann das halt jedes Mal nachprogrammieren lassen in der Steuerung. Und hat ja der Christian eben schon gesagt, das ist halt sehr teuer, im Zweifel so ein Projekt jedes Mal anzupacken. Also eine Reprogrammierung von einer SPS-Steuerung, gerade wenn sich da jemand einarbeiten muss, da sind wir schnell fünfstellig. Ne? Da müssen wir einfach realistisch sein. So, das kann ich nicht für jede Anlage machen. Vor allem kann ich das nicht bei jedem Mitarbeiterwunsch machen. Ne? Und da sind dann halt natürlich solche Sachen enorm praktisch. Ne? Wir hatten jetzt ein Beispiel, wo wir auch sowas eingesetzt haben, wo das sogar mit Steckverbindung gelöst wurde. Also, dass wir wirklich sagen können, die Box wird abgemacht, an die nächste Maschine gebracht und kann sozusagen wieder eingesteckt werden. Ne? Und dann sozusagen einfach nur diese Eingänge, die da ausgelesen werden, die werden von den Leuten dann einmal benannt. Das ist halt sozusagen einmal dem Elektriker noch sagen, hier, wenn du das Ding umhängst oder dann geh bitte auch noch auf die Maske und tipp kurz mal ein, welchen Sensor du da jetzt noch dran gehangen hast, ne? Damit alle wissen, da ist jetzt ein anderer Sensor dran. Ne? Also da eine einfache Lösung zu finden, den Leuten so solche Sachen zu geben. Was da, die machen halt schon, die bauen so Ziegeltrocknungsanlagen. Und das ist halt auch ganz interessant. Die haben eigentlich schon, wenn die eine Produktionslinie aufstellen bei ihren Kunden, dann läuft die schon fast automatisch. Ne? Die wird immer noch gemonitort von Leuten, da stehen also Bediener noch vor, die gucken auch noch auf den Prozess, aber einigermaßen viel läuft das schon automatisch. Bis auf, manchmal kommen die Ziegel hinten raus und haben so Flockenbildung. Also dann haben die so weiße Ränder praktisch oben drauf. Dann ist bei der Trocknung was schiefgelaufen. Ne? Dann war da eine Temperatur irgendwie zu hoch oder zu niedrig oder was weiß ich. Trockenzeit zu lang, zu kurz. Und das, im Normalfall passiert das nicht häufig. Ne? Was wir jetzt aber zum Beispiel machen wollen, da ist auch wieder, wenn dann ein erfahrener Mitarbeiter da steht, der geht halt dahin, der sieht das, dann stellt er den Parameter ein, dann läuft er, dann ist die nächste Runde, ist wieder alles in Ordnung. Steht da jetzt wieder ein unerfahrener Mitarbeiter, der sieht da drauf, der dreht und dann dauert das halt 3 Chargen sozusagen, bis das wieder in Ordnung ist, das Problem. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, dann nehmen wir halt so maschinelle Lernverfahren jetzt zum Beispiel mal und gucken mal, wann greifen die denn ein? Ne? Nicht um dann sozusagen, haha, dann können wir ja die Maschine jetzt optimieren, ne? Sondern wir gucken nur, wann ist ein Eingriff da, ne? Damit wir sozusagen den unerfahrenen Mitarbeiter sagen können, ey, pass mal auf, ein Kollege von dir greift jetzt eigentlich in die Maschine ein auch, weil da scheint jetzt irgendwas gerade komisch zu sein. Da ist irgendwas nicht mehr ganz standardkonform. Ne? Dann heißt also, wir benutzen da dann zum Beispiel die Daten eher dafür, den Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, wann treten denn Probleme in dem Prozess auf? Also da wirklich dann, und das ist halt dann, deswegen meine ich genau andersrum gedacht, manchmal ist es halt auch der Mitarbeiter an der Maschine, ich gehe mal davon aus, dass das bei Ihnen auch so ist, dass Sie viele Mitarbeiter haben, die können Ihnen aus dem Stegreif Sachen sagen, da fallen sie um, was der alles über die Sachen weiß. Ne? Also wie das produziert wird, was da genau das Wichtige ist und so. Und das sind natürlich, das muss man halt sehen, dass ihr Kapital an vielen Stellen, dass sie so Leute im Unternehmen haben, die Probleme halt einfach klack lösen können, wenn sie die sehen. Ne? Und jetzt ist es natürlich wichtig, die werden halt auch älter oder im schlimmsten Fall kriegen die sogar ein Konkurrenzangebot oder was weiß ich. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich denn das, was die können, auch noch an andere übertragen? Ne? Also es wird noch 10 Jahre dauern, bis eine Automatisierung so toll ist, dass die diese ganzen Sachen, die sie jetzt irgendwie, wenn sie die automatisierten VW-Straßen oder sonst irgendwas sehen, ist natürlich alles schön und gut, wenn man sich alle komplizierten Baugruppen hochliefern lässt, kann man halt auch einfach zusammenschweißen. Ne? Wenn man aber sozusagen also für die Baugruppe verantwortlich ist, die so komplex ist, dann ist das irgendwie nicht mehr so einfach, das zu automatisieren und Standard zu fertigen. Ne? Von daher ist das dann auf einmal ein bisschen anspruchsvoller und die Leute sind die Menschen, oder sind die, die das meistens lösen. Und dann ist für sie natürlich auch wichtig, wie können sie jetzt so Systeme, solche
Daten eben nutzen, um sowas vielleicht noch einfacher transportierbar zu machen. Also deswegen auch umgedreht. Also nicht nur sozusagen die Daten aus den Maschinen raus, um irgendwelche Analysen zu machen, sondern auch Daten aus den Maschinen sozusagen zum Nutzer, zum Bediener, zum wem auch immer, zum Meister zu geben, damit der halt einfach schnell sagen kann. Ne? Ja, kein Wunder, dass das Ding ist. Also es gibt unzählige Fälle, wo wir so Datenanbindung gemacht haben, dann wo wir so Graphen sehen, dann gucken wir da drauf und sage ich, ja, keine Ahnung, was das ist. Und der Mitarbeiter neben mir sagt halt sofort, ach guck mal hier, Bauteil X, bla, das ist der Fehler. Ne? Also der erkennt dann in dem Graphen, der kann sofort den Bezug herstellen, ja, wenn der Druck abfällt, ist das klar, dass das nicht geht. Ne? Und so, das ist für mich natürlich, ich habe da überhaupt keinen Blick drauf, aber der Mitarbeiter. Ne? Und deswegen ist es halt so wichtig, die Daten für die Leute sichtbar zu machen. Und das wäre auch noch so ein bisschen der zweite Teil. Und wir haben eben jetzt schon ein paar Gespräche gehabt. Es liegt halt einfach daran, oft ist es eigentlich noch nicht mal eine tolle Analyse, die man braucht, sondern einfach nur eine gute Strukturierung der Daten. Also man braucht eigentlich nur mal eine bestimmte Perspektive darauf, um halt bestimmte Sachen zu sehen, zu erkennen. Und da gibt es eigentlich gar nicht so schrecklich viel, was man da aus den Daten rausholen will. Da gibt es eigentlich aus unserer Sicht oder der Kollege ist da halt wesentlich, der forscht auch zu dem Thema, promoviert dazu, der hat mir also auch gesagt, das sind praktisch die vier Bereiche im Endeffekt, die da die Zentralen darstellen. Also entweder will ich eigentlich sowas wie Muster erkennen, also wenn wir sowas haben, also wenn sie die Energiemanagement machen, die werden ziemlich sicher, ziemlich schnell erkennen, dass ihre Energieverbräuche einem ziemlich starken Muster folgen. Da sind zwar so kleine Schwankungen drin, aber da sieht man sofort ein ziemlich starkes Muster. Da erkennt man den Schichtbetrieb drin, in dem man selber ist. Ob man die Wochenenden erkennt man sofort raus, Feiertage, alles sieht man da direkt drin. Dann gibt es solche Beziehungen, die ich natürlich irgendwie recht oft sehen will. Also wie hängen manche Daten miteinander zusammen? Treten bestimmte Events immer mit anderen ein sozusagen? Die kann ich halt auch clustern beispielsweise über bestimmte Verfahren, dass ich halt sehe, oh guck mal hier, die kommen immer zusammen oder was weiß ich, die haben eine gewisse Ähnlichkeit zueinander immer wieder. Ich cluster also beispielsweise einen Zeitverlauf. Ich kann also zum Beispiel auch sehen, wie gesagt, den Unterschied zwischen dem normalen produktiven Betrieb und dem Wochenende beispielsweise. Dann kann ich diese beiden Zeitreihen auch clustern. Dann kann ich sozusagen dazwischen hin und her schauen. Und ganz wichtig, gerade Trends kann man halt auch sehen. Das ist hier zum Beispiel auch der Ansatz, den wir dann in dem einen Predictive Maintenance Fall verfolgen, wo wir halt einfach gucken, steigt eine Leistungsaufnahme über die Zeit, haben also so einen Trend drin, der nach oben zeigt, um wann sozusagen peakt der, also wann geht der Druckschalter los, weil er sozusagen so viel Leistung aufnimmt. Und dann ganz klassisch Zustände. Einfach nur sehen, das, was sozusagen das Rundlicht auf Ihrer Anlage aktuell ist, ist im Endeffekt genau das, will ich da wissen. Ne? Ist alles in Ordnung? Laufen alle Aufträge? Ist irgendwo eine Störung? Und, muss ich irgendwo hin und reagieren, um eben flexibel zu reagieren? Und da einfach mal so ein bisschen, wollen wir jetzt mal so über noch ein paar Beispiele zeigen. Das hier sind zum Beispiel einfach mal Daten. Da sieht man jetzt, wenn ich Ihnen die jetzt so geben würde, dann werden Sie wahrscheinlich nicht besonders viel zu sagen können. Die Werte sehen Sie da alle. Und da ist eigentlich im Endeffekt genau das. Sie können das in Excel, würden Sie wahrscheinlich sowas einfach mal plotten lassen. Dann kriegen Sie genau das da dahin. Und dann würden Sie immer noch sagen, ja, schön, ich erkenne vielleicht schon ein bisschen was da drin. Irgendwie, da scheinen gleiche Verläufe zu sein, irgendwie immer tageweise zumindest. Jetzt kann man das aber nochmal anders visualisieren zum Beispiel. Ne? Und auf einmal sehe ich hier schon was. Ich sehe irgendwie, da geht es auf einmal da um 7 Uhr geredet richtig hoch. Ne? Und dann geht es sofort danach wieder runter. Und dann irgendwie hat er so einen normalen Tagesverlauf, irgendwie nachmittags ist das meiste los, abends ab 20 Uhr geht es dann total runter, da ist alles aus sozusagen. Und durch die Visualisierung kann ich jetzt hier zum Beispiel direkt eine Lastspitze sehen. Ne? Das heißt also, ich kann jetzt hier ganz einfach erkennen, ich habe hier eine wiederkehrende Lastspitze. Das ist zum Beispiel, wenn Sie jetzt in einem sehr energiehungrigen Betrieb sind und dann gegebenenfalls sogar Energie schon über Chargen einkaufen, ist das halt was, was Sie auf gar keinen Fall haben wollen. Weil sobald sie aus ihrem Soll rausfallen, bezahlen sie richtig. Und deswegen wollen sie die eigentlich vermeiden. Und hier ist es, das ist jetzt zwar ein Büro, was sie da sehen, also das ist kein produzierender Betrieb, aber jetzt ist das zwischen sie machen, wissen sie, was da passiert ist? Ja, genau. Also da gehen halt auf allen Ebenen die Kaffeemaschinen an. Und das ist halt sowas, das kann man natürlich halt auch,
vielleicht nicht so ganz einfach steuern, aber wir haben es zum Beispiel bei einem, auch bei HP Polytechnik schon mal besprochen, dass man zum Beispiel, wenn wir diese Visualisierung haben, ist es eigentlich nur eine Arbeitsanweisung demjenigen, der morgens, da, also bei denen läuft einer rum, macht klack, 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 klack und alles geht an, ne? Dem zu sagen, so, das verschieben wir jetzt über eine Viertelstunde oder so. Der kriegt vielleicht noch eine Viertelüberstunde sozusagen bezahlt oder sowas, aber dafür mit vermeiden wir die Lastspitze, die da zum Beispiel schon auftritt, jeden Morgen durch das Hochfahren aller Maschinen. Und das ist zum Beispiel was für die, wo nur die Visualisierung jetzt dazu geführt hat, dass die Sachen da schon mal besser werden. Und hier haben wir beispielsweise, das sind Warenkorbdaten, sprich, da geht es darum, wann wird Grillfleisch gekauft. Und das ist ja auch erstmal, das sind jetzt, da sieht man ganz viele Datenpunkte, die kann man jetzt erstmal auf so einem, das ist ein ganz verrückter Chart sozusagen, da kann man verschiedene Charakteristika von so einem Datentuppel sozusagen abtragen. Man sieht jetzt da oben einmal das Datum vom Jahr Regen, ob das welcher Wochentag es war, ob es ein Feiertag war, ja, nein, wie warm war es, produzierte Menge im Endeffekt und verkaufte Menge. Und da kann ich ja jetzt erstmal noch so gar nicht so schrecklich viel draus sehen. Das Schöne ist aber, auf so Graphen kann man bestimmte Sachen anzeigen. Ne? Ich kann zum Beispiel irgendwie da unten so Bereiche markieren und dann sehe ich halt zum Beispiel die meisten Sachen oder also wann sozusagen verkaufsstarke Tage sind. Wir haben jetzt hier hinten die roten Sachen sind markiert. Die hohen Zahlen sind da oben verkaufte Menge und die laufen irgendwie alle durch eine ziemlich hohe Außentemperatur. Ne? Wir sehen aber auch, die laufen auch vor allem durch Feiertage und halt an den Wochenenden sonst. Ne? Wir sehen also in der Woche zum Beispiel sehr wenig. Dadurch können wir halt zum Beispiel nur durch diese Art der Datenvisualisierung jetzt, weil wir sozusagen den Chart jetzt da ansetzen, kriegen wir auf einmal, gut, und über die Jahre ist natürlich gleich verteilt, also man sieht, wurde immer schön brav gegrillt jetzt in der Gegend, dass wir dadurch ganz einfach zum Beispiel Sachen kontrollieren können. Wir könnten hier zum Beispiel auch, wenn wir jetzt sagen, bestimmte Rüstvorgänge. Wir sehen hier vielleicht Durchlaufzeiten hinten am Schluss und gucken mal, welche die ganz weit nach oben ausgepiekt sind. Markieren die da und sehen zu sagen, gibt es irgendeine andere Eigenschaft, die alle vereint. Ne? So, natürlich sollte man jetzt, hier sitzen ja jetzt vor allem Unternehmensführungen, von daher, wenn man sowas macht, dann auch bitte immer kurz, falls da auf einer Achse eine Mitarbeiterkennung steht, immer den Betriebsrat auch mit dann an Bord holen bei solchen Auswertungen. Das ist dann schon eine zentrale Sache. Also das ist auch was man natürlich ein bisschen im Hinterkopf haben muss, dass solche Auswertungen natürlich, oder das möchte ich an der Stelle schnell ans Herz legen, lieber den Betriebsrat schnell mit einschalten an den Stellen. Die sind dann auch sozusagen, wenn man denen das erläutert. Und da kann man auch, das ist auch sowas, das wir dann auch sehr gerne übernehmen sozusagen, da auch die Angst bei den Betriebsräten zu nehmen, dass halt solche Auswertungen auch meistens so gefahren werden können, dass es halt die Mitarbeiter nicht irgendwie benachteiligt oder die irgendwie klar da identifizierbar macht. Also das einfach sozusagen mitnehmen, dass natürlich das immer im Hinterkopf ist. Aber wir sehen halt, wir können hier ganz einfach nur durch eine, also das ist ja keine Analyse, Datenanalyse passiert, sondern bei so einem Chart, da ziehen sie praktisch nur auf der Achse, der Bereich interessiert mich und der zeigt ihnen, durch welche anderen Parameter läuft das durch. Ne? Das ist einfach mal ein Beispiel, um zum Beispiel ihre vielleicht ABC-Produkte zu analysieren oder so. Und hier so ein ganz anderes, einfaches Beispiel auch wieder, das sind Energiedaten und wir sehen auch so, das ist einfach eine Zeitfolge mit verschiedenen Messungen. Sie sehen da im Endeffekt, wenn Sie die jetzt einfach so angucken würden, 1000 irgendwas da oben, 1000,2 da unten irgendwie. Das scheinen ja irgendwie einigermaßen gute Daten zu sein. Jetzt können Sie sich die natürlich auch wieder in Excel plotten lassen. Und dann kriegen Sie auch sowas rein. Jetzt sieht man hier schon, da passiert ja was, dass wir Ihr Excel-Plot im Endeffekt. Und da einfach zum Beispiel so den Trend da reinzurechnen oder eine Regression da reinzurechnen, um halt zum Beispiel schnell dann sagen zu können, wo entwickle ich mich denn damit hin? Ne? Oder verändert sich das nach einer bestimmten Eingriff in sowas? Ne? Dass man zum Beispiel sehr einfach so Trenddaten mal kurz damit reinnimmt, um erkennen zu können, verändert sich sozusagen durch einen bestimmten Eingriff was an meinem Energieverbrauch, an meinem irgendeinem Ressourcenverbrauch, an was auch immer. Es können ja auch eine Kostenstruktur, die da umgerechnet reingegangen sein. Okay. Ja gut, aber man muss es halt zusammenbringen. Das ist das eine Kunst dabei. Und wenn man da von allen möglichen Baustellen was zusammenbastelt,
dann wird es halt wahrscheinlich schwierig funktionieren. Nee. Ja, ist richtig. Also Sie müssen es halt auch wissen. Ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel da in der Kiste, da können Sie jetzt PT1000 nutzen. Wenn Sie jetzt NTC 10K, dann haben Sie halt bei 10 Kilo Ohm Ihre 0 Grad anstatt bei 1000 Ohm. Ja, braucht man schon jemanden, der es macht? Sonst genau, also das kann ich schon wieder nicht abbilden, weil die Vago-Karte das nicht kann. Also das sind lauter Kleinigkeiten, aber da kann man schnell dran scheitern. Mhm. Obwohl halt die Sensorik billig ist, sowohl der NWC 10K als auch der PT1000, PT100 ging dann wieder. Man kann eigentlich nur ein Paket kaufen, was dann auch funktioniert, wo dann ein Betrieb hintersteht. Weil man kann es selber nicht, man kann nur die Probleme mit dem dann liefern, kann eventuell die Hochschule, die das Ganze zusammenführt. Ja, also beziehungsweise, ja, also es ist tatsächlich aber so, dass man natürlich unterscheiden muss, auf Hardware-Ebene, da haben wir halt einfach Physik, ne? Da müssen wir uns irgendwie an irgendwas halten, ne? Und da ist es halt so, diese verschiedenen Sensorarten, tatsächlich hier ist dann zum Beispiel auf PT1000 gesetzt worden als Sensorquelle in der Box. Das kann man, theoretisch könnte dann aber natürlich auch was anderes da drin sein, mit dem man das abfragt, ne? Man muss aber dann unterscheiden, auf Software-Ebene ist es natürlich dann vollkommen egal. Ne? Also das ist ja auch vielleicht auch von der Logik einfach mal, um das hier noch so zu erklären. Also wenn wir sagen, da werden zum Beispiel unterschiedliche Sensoren angeklemmt, dann ist es ja schon, die Sensoren geben nicht ihren echten Wert raus. Ne? Die geben ja nicht raus irgendwie 17 Grad, sondern die geben einen Widerstandswert. Ne? Also oder was geben? Bei den Temperatursensoren ist es tatsächlich so, dass die Eingangskarte schon also natürlich misst die den Widerstand, aber die Eingangskarte wandelt schon diesen Widerstand in eine Temperatur um. Genau. Der CO2-Wert andererseits ist ein ganz normaler Analogeingang, 0 bis 10 Volt. Und dann hat man auf der Eingangskarte, wird der dann geclustert in 0 bis 32.000, also 32.000 Inkremente. Deswegen auch diese groben Zahlen, die wir da eben gesehen haben. Und hier hinten kann man dann lesen, der geht von 0 bis 2.000 ppm, ne, die normale Einheit. Heißt, um von 32.000 Maximalwert auf diese 2.000 müsste ich halt jetzt diesen Wert durch 16 teilen. Dann habe ich meinen Wert in ppm. Das müsste ich halt einmal in der Software dann parametrieren. Genau. Programmiert werden. Ne? Nein, parametrieren. Also wirklich, das ist praktisch, genau. Das sieht so ein bisschen, also hier jetzt, das ist jetzt alles aus diesem Umsetzungsprojekt was zusammen. Dann hat man praktisch so eine Maske, an dem hier so diese ganzen Eingänge liegen, die das Ding hat. Und das sieht man jetzt hier nicht, aber da liegt praktisch rechts daneben einfach noch ein Maxwert, Minwert des Sensors. Das muss man auf dem Typenschild ablesen, tippt die ein und dann rechnet der ab dann richtig um. Das ist jetzt natürlich dieser generischen Programmierung geschuldet, weil wir den Analogeingang, wir wissen nicht, wofür Sie den verwenden wollen. Das ist eben dieser Gedanke von wegen generisch sein, auf alles passen. Weil wenn wir die Programmierung anpacken, dann haben wir wieder eine Softwareversion für einen speziellen Fall, die muss wieder gepflegt werden, da müssen Updates gemacht werden. Und so haben wir eine Softwareversion und wir können es im Oberbau nur parametrieren. Also die Skalierung wird genau angepasst. Also genau. Das jeweilige, was man benötigt. Genau. Er war dann der Gateway und hat das Ganze dann einfach in eine Java-Applikation geschickt, die er auch selber geschrieben hatte. Und hat das dann halt an das Unternehmen damals so verkauft. Es war ziemlich, muss man sagen, da war der mitten im Studium, ist dann zu dem Unternehmen, war da Werkstudent. Und dann wollten die halt ein Steuerrückmeldesystem. Und der hat dann gesagt, das, was die euch alle anbieten, das mache ich euch billiger und besser. Und war natürlich dann auch eine ziemlich, sage ich jetzt mal, mutige Schritt von dem Unternehmen zu sagen, ja, dann mach. Ne? Und hat ihn halt dann auch beauftragt. Und der hat das dann alleine gebaut. Ne? Aber wie gesagt, war ein Name, also das war halt jetzt ein Auftrag, deswegen darf ich nicht sagen, wer das ist, aber das war ein Unternehmen, das ist am Weltmarkt ganz groß bekannt und die arbeiten mit dem seiner Lösung seit 10 Jahren. Das hat ein Mann gebaut, von der Hardware, von dem Ätzen der Platinen bis hin zur Softwarelösung. Ja, ja, also das hatten die tatsächlich jetzt, also der macht das immer noch, wartet der das System natürlich für die, aber die sagen halt, die tauschen es nicht aus, ne? Weil es halt stabil läuft, ohne Probleme, alles geht. Und die wollen da nicht von weg. Und man muss auch sagen, ich sag mal, die Software-Seite der Technologie, die ist halt gut wartbar. Ne? Damit kommen alle klar. Schlimm wird es halt die Hardware-Seite, ne? Wobei er natürlich alles verkauft hat. Ne? Dann, also er hat das schon als sozusagen nicht, er hat denen alle Daten gegeben, die könnten das theoretisch jetzt irgendwie auch wieder bei einem anderen Anbieter machen lassen. Aber
Das ist dann schon so, ne? Also das merken wir ja auch, wenn wir zum Beispiel als Uni so eine Open-Source-Lösung oder sowas, dann ist auch klar, hier zum Beispiel, das ist jetzt nicht mehr auf, aber dass wir sagen, wenn da Daten drin sind, die liegen dann da auch im, per OPC oder MQT oder REST halt ablesbar bereit. Also keine Sorge, euer Hydra oder was auch immer man vielleicht für ein MES oder sonst irgendwas im Einsatz hat, wenn ihr da von dem System weg wollt, die kriegen die Daten da alle raus, ne? Dann muss man denen natürlich auch, ist für Unternehmen natürlich irgendwie essentiell, dass man weiß irgendwie, auch in 5 Jahren, wenn man sich jetzt gerade mal zum Beispiel auf Startups oder so verlässt, die dann vielleicht über die Wupper gegangen sind in 5 Jahren, dass man dann immer noch weiß, ja, die Daten kriegen wir da raus und die liegen da jetzt nicht in irgendeinem abstrusen Format oder das kein Mensch auf der Welt sonst lesen kann, sondern halt in einem Standard oder einem, über ein Standardprotokoll zugreifbar. Ne? Sehr schön. Ja, wie ich schon sagte, wir waren einmal von Unternehmen größer und auch dem, was Master gemacht hatten. Wir hatten alles dabei, Handwerk, verschiedene Industriebetriebe und so weiter. Es war also sowieso bei diesen Gruppen immer gut, wenn dann eine Mischung da ist, weil da kriegt man am meisten mit. Das war gut aufgebaut und es bringt eben nichts, gleichartig zusammenzuwerfen, weil die dann auch eventuell dann schon wieder meinen, sie müssten Geheimnisse haben, aber so könnte man auch keinem was wehtun. Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, dass man jetzt neben den Unternehmensbesuchen, diese Fokusgruppe dann in Hagen, wo man sich zusammengesetzt hat, also auch sehr angenehm war, weil da dann doch nach so 1-2 Stunden einfach auch so ein relativ vertrautes Klima aufgekommen ist, wo dann auch ehrlich gesprochen wurde und wo ich dann, wie gesagt, als ganz kleines Unternehmen einfach merken, wie Sie gerade auch sagten, es wird da doch teilweise halt überall nur mit Wasser gekocht, ja. E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.